Ja, willkommen zurück zur neuen Runde Boxenstopp mit den Kollegen René Hallöchen. Und Herrn Bananenbruno. Bananenbrunbro. Fängt schon gut an. Bananenbrot. Bananenbrunbro. Ist nicht so spät in der Nacht, man merkt. Genau, ist schon relativ spät, wo es aufnimmt. Für die Zuschauer, die können das ja nicht wissen. Wir haben es stolze 5 vor 4 am Morgen. Ja. Samstagmorgen. Wir sind gerade in so einer Laune, wo wir sagen, komm, machen wir noch eine. Genau, das ist gerade so lustig und wir sind gerade frisch dabei. Und ich würde sagen, wir fahren ein bisschen weiter und diskutieren noch. René hatte, glaube ich, noch ein bisschen eine Anekdote von letzter Folge. Glaube ich, noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar, wir haben ja drüber geredet, Online-Gaming, Freunde und Bekanntschaften. Hab zu meiner Freundin schon gesagt, also auch meine Freundin sagt, irgendwann, wenn wir mal Kinder haben, da kommt der Onkel Flexi, dann kommt der Onkel Banane zu Besuch. Oh ja. Da haben wir ganz große Familie. Oh ja. Vor allem, wir kennen uns dann hauptsächlich unter unserem Gamertag. Onkel Banane. Guck mal, Onkel Banane ist da. Es ist halt eine Freundschaft entstanden, die kann sich keiner vorstellen, wenn man um 3 Uhr morgens in einer Stadt anruft, weil ein Zockerkollege diabeteskrank ist und sich 2 Stunden lang nicht meldet, aber immer noch in der Party sitzt, weil man sich Sorgen macht. Ja. Das ist bei uns ein Zusammenhalt und ein Beschützen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mal beruflich in die Nähe von Flexi muss, hab aber Stress dort, Arbeiterunterkunft oder so, weiß ich, kann ich ihn anrufen, hier kann ich 1-2 Nächte bei dir am Sofa pennen, ist er die letzte Person, die Nein sagt. Und genauso Banane, genauso ist das bei mir. Wenn Flexi sagt, hier, ich bin gerade beruflich bei dir in der Nähe, krieg aber kein Hotel jetzt, so spät abends, sag ich, yo, komm vorbei, Gästezimmer ist bereit. Ja. Das ist bei uns eine Freundschaft entstanden, die auch noch lange anhalten wird. Das wird auch bei meinen Kindern so sein, das wird der Onkel René, weil bei ihm ist der Gamertag ja gleich der Name, das wird der Onkel René sein, der Onkel Flexi und der Onkel Consumo. Und das wird auch immer so sein und genauso in der Zukunft. Back to the Future, und damit sind wir auch grandios ins nächste Thema auch quasi reingeschnittert. Wie sieht's denn bei euch aus mit Filmen? Was habt ihr denn früher so für Filmchen geguckt? Was sind denn eure Lieblingsfilme? Wer will anfangen? Normale Filmchen oder Schmuddelfilmchen? Wir reden nicht von Schmuddelfilmen, wir reden von normale, also keine Filmchen, wo man halt XXX vorher sieht. Wow, dein voll raus. Fahrt langsam, ihr Arschgeigen. Also keine XXX-Filme, wir reden von normale Back to the Future. Also ich fand zum Beispiel sehr, sehr geil hier Zurück in die Zukunft, fand ich schon sehr eine coole Filmreihe, muss ich sagen. Ja, eine coole Serie. Aber welchen Film ich früher gerne geguckt habe und heute noch gerne gucke, ist Leon der Profi. Oh ja. Leon der Profi. Oh, mein Gott, habe ich sogar geweint. Die Schauspielerin, die das kleine Mädchen spielt, die musste halt wegen den Dreharbeiten wirklich anfangen zu rauchen. Wow. Okay. Also, weil sie im Film raucht. Okay. Und die darf da ja nicht husten im Film, weil die im Film auch schon länger raucht. Das heißt, die musste sich wirklich das Rauchen antrainieren, damit es im Film glaubhaft rüberkommt. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Moment. Der liebe René hat gerade wahrscheinlich ein paar Internetprobleme. Aber trotzdem können wir weiter bei dem Thema Filme bleiben. Ich fand auch sehr, sehr cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Thema Leon der Profi, muss ich sagen, habe ich echt geweint am Ende. Ich bin gerade irgendwie geflogen und Skype hat sich irgendwie aufgehängt. Ja, haben wir gerade gemerkt. Ja. Jo, Ich habe immer noch dein blödes Gesicht. Ja, genau. Leon der Profi. Nee, ich muss sagen, habe ich echt geweint am Ende. Tatsächlich, ich muss sagen. Könntet ihr mich nochmal in die Crew einladen? Ja, natürlich. Ja, klar. Komm erstmal ins Spiel, dann kriegen wir schon hin. Für noch ein Spiel. Was, du bist ein Spiel? Bei uns noch nicht, start's mal neu. In die Crew einladen. Uns wirst du oft angezeigt. Ich hab ihn nochmal eingeladen.
Nichts bekommen. Ich hatte das Spiel nochmal kurz neu. Was ich kurz sagen wollte, da haben wir, das haben meine Eltern noch zu spielen und sowas. Mhm. Meine Eltern früher oft gesagt, ey, dann da sitzen sie da, über was redet der, weißt du? Und ich habe mit meinem Bruder über Pokémon geredet oder Yu-Gi-Oh! Karten und so, und die so, hä, was? Mhm. Also ja, Pikachu entwickelt sich mit dem Donnerstein zu Raichu. Und so, hä? Ja. Ich fand das immer das so ist sehr halt lustig. Die, ja. Das ist diese sogenannte Gamersprache auch. Also dieses ja, so. Ja. Aber die hat sich mittlerweile so etabliert in unserer normalen Sprache. Mhm. Gut, das kann natürlich sein, bei ich habe, du hast das heute vielleicht mitgekriegt, Flexi, bei LOL-Spielerin. Ja. Ey, Ausdrücke, die wir gar nicht kennen. Ja. Ja, gut, sag mal, das kommt natürlich immer drauf an, wie intensiv du auch ein Spiel spielst und ob du auch sehr intensiv da drin verharrst oder so. Das ist einfach so, das ist eine Sache, genau. Die. Aber ich wollte jetzt wieder kein Themawechsel bei 5 Filmen. Nein. Ich schneide mal an, mein Lieblingsfilm ist immer noch und wird es auch, glaube ich, immer bleiben. Ihr könnt jetzt mal raten, ihr beiden. Lieblingsfilm. Dein Lieblingsfilm? Fast and Furious. Nein. Nicht? Nein. Nicht zwei wie Pech und Schwefel? Nein. Boah. Nein. Es ist eine Komödie. Nein, es ist ein Actionfilm. Actionfilm. Stirb langsam. Ich wollte eigentlich gerade sagen, Dirty Dancing. Nein. Grease. Nein. Ghost Nachricht von Sam. Nein, ein Actionfilm mit Geballere. Das ist der und hier mit Denzel Story. Washington, der, wie hieß der nochmal? Jurassic Park. Nein. Von Mario Kaisers oder wie der hieß. Wie ist der nochmal? Boah, Kaisers. Ja. Hallo, Herr Kaiser. Hat was mit Maschinen zu tun. Terminator. Klar, Terminator. Welchen Teil? Terminator 2. Jawohl. Mein Lieblingsfilm und kommt nichts drüber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ende des Monats, wir nehmen das ja am 20. Juni auf, und Ende des Monats, also so, ich glaube 25. Juni, kommt endlich der neue Terminator im Kino und ich werde ihn mir reinziehen im Kino. Und ich hoffe, weil der Trailer sieht verdammt geil aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin sehr gespannt, weil Ani wieder mitspielt. Soll ich weitermachen mit ein paar Filmen? Ja, klar, natürlich. Habt ihr das, wo du gerade Terminator erwähnt, habt ihr das gesehen, wo Arnold Schwarzenegger die Leute in Madame Tussauds verarscht hat? Nee. Wo er sich hingestellt hat, die dachten, er ist halt eine Wachsfigur. Nee. Und er war der und Echte. Okay. Du bist im Boden, aber das legt sich schon. Genau, siehst du den Wegpunkt noch? Ah, da ist er schon wieder. Ich sehe den Wegpunkt. Okay, können wir weiterfahren. Weiter. Sehr schön. Ich sehe euch nicht. Seid ihr hinter mir? Ja, fahr. Ja. Okay. Herr Terminator, wie wir ihn verfolgen, du. So, komm her. Ich fand alleine schon bei Terminator, alleine schon die ganze Aufmachung so mit diesen. Man muss überlegen, das war 90er, wo wurde der 90er, ey? Das ist ja alleine schon diese Mechanik mit dem flüssigen Metall, wie der so durch die Stäbe geht in dieser Irrenanstalt, ey, das. Oder die LKW-Verfolgung, das war einfach so cool. Also ich weiß nicht, es gibt viele Filme, die ich sehr mag. Ich kann auch nicht, also Sci-Fi mag ich weniger. Bei Sci-Fi gibt es wirklich nur sehr wenige, die ich mag. Mhm. Ich mag vor allem Komödien und sowas. Also bei Sci-Fi, wisst ihr alle, welche Filmserie ich liebe. Ja, klar, Star Wars. okay. Ich bin ein sehr großer Herr-der-Ringe-Fan, also ich bekomme, immer wenn dieser Soundtrack ertönt, bekomme ich eine Gänsehaut. Ich musste da auch am Ende weinen. Mhm. Aber zum Thema Herr-der-Ringe muss ich sagen, also ich fand die Bücher viel, viel besser wie die Filme. Mhm. Ja gut, aber das ist meistens so in den Büchern. Aber ich muss sagen, Herr der Ringe fand ich ganz cool. Fantasie überlassen. Also Herr der Ringe fand ich ganz cool, die Filme. Ja, also haben mir sehr gut gefallen. Also die neuesten habe ich leider noch nicht gesehen, bis auf den ersten. Also Hobbit. Hobbit habe ich den ersten nur gesehen. Die anderen zwei noch leider gar nicht. Und jetzt werden viele aufschreien auf YouTube. Jetzt werden viele wahrscheinlich in den Kommentaren schreiben, was? Kann doch gar nicht sein, bist du denn bekloppt? Weißt du was, Flexi? Was denn?
Wir gucken uns die anderen zwei Teile an, wenn ihr da seid. Sehr schön. Ich bin zum Beispiel, ich bin ein sehr großer Quentin Tarantino-Fan. Also Reservoir Dogs. Four Rooms. Django. Ey, Four Rooms. Ja, Four Rooms. Oh. Django Unchained. Wie heißt es? Pulp Fiction. Mal kurz langsamer. Yep. Ich würde fast sagen, dass Pulp Fiction und Kill Bill meine Lieblingsfilme sind. Okay. Dazu muss ich sagen, Uma Thurman ist so, weiß nicht. So gut die Filme auch sind, wo ich weinen muss, beispielsweise Green Mile. Oh, Green Mile, oh mein Gott, habe ich letztens sogar noch geguckt. Da habe ich geheult, ey, bei Green Mile. Vor kurzem habe ich den gesehen. Wow. Also, Filme. Danke. Entschuldigung, ich dachte, das war ein NPC. Ja. Lexi, sag mir doch kurz nochmal, ich vergesse den Namen jedes Mal. Wie heißt der Film von dem schwarzen Footballspieler, der halt kein Zuhause hat und wo ihn... The Blindside. Blindside. Oh mein Gott. Blindside. Oh mein Gott. Den finde ich mit auch Sandra so Bullock. Oh mein Gott, das sind Bullock. Filme, wo ich sag einfach, das ist ein Film, ey, das ist... Oh, als Mann, da musst du sogar weinen. Und wenn du jetzt sagst, als YouTuber, also du, falls du gerade zusiehst uns hier und zuhörst und du sagst, ne, ich bin ein Mann, aber keine Memme, dann, keine Ahnung, bist du irgendwo vorbeigelaufen. Es gibt emotionale Momente, da muss man einfach weinen. Und ein Film, wo ich auch wirklich heulen muss, das war der Film Hachiko. Weiß ich, ob wir den Captain Richard Gere und den Hund, der Hund immer am Bahnhof gelaufen ist. Und auf ihn gewartet hat und wo er dann Herzinfarkt auf der Arbeit bekommt, stirbt und der Hund trotzdem, bis der Hund stirbt, immer wieder um dieselbe Uhrzeit an denselben Platz kommt, um auf ihn zu warten. Ja. Bei dem Ende, du muss erzählst ich heulen. Es mir schon und ich krieg schon so. Oder ich kennt ihr den? Wirklich, das ist echt, der Film ist echt der Hammer. Da ist ein Klassiker hier, Forrest Gump natürlich. Oh ja, und was ich sehr geil fand, habe ich vor kurzem auch durch einen Freund auch erfahren, den ich auch jetzt mindestens schon zweimal gesehen habe, ist Klang des Herzens mit dieser Musikgeschichte. Echt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt werden wir alle hier zum Mem auf YouTube berufen. Also dazu Moment mal. Wenn ein Mann mit einer Frau auf einer Beziehung ist, dann muss man diese Filme auch irgendwann gucken und dann guckt man sie auch und dann wird man auch emotional. Ja, das stimmt. Frauen stehen darauf, wenn der Mann beim Film heult. Ja. Das ist so. Ja. Ja. Beim Film, nicht beim Sex. Naja, wenn der Mann beim Sex heult, dann läuft irgendwie was gewaltig schief. Müsst ihr auch links abbiegen wieder? Ja. Ja. Könnte man auf mich warten. ja, klar. Jo. Moment. Obwohl, ich meine, gerne gut, René, du und ich, wir sind da ja eh so ein bisschen prädestiniert, weißt du? Wir heulen auch ohne Film, wenn wir okay, kann weitergehen. wer sagt, Männer können nicht emotional sein, wenn es von einem anderen Kerl kommt, der lügt. Das ganz ist, definitiv. Ja, das ist genau dasselbe, wenn jemand sagt, ja, wir streiten in der Beziehung, hab nie gegeben, gibt nicht. Der lügt, der führt für mich keine richtige Beziehung. Wichtige Beziehung, weil man hat Streit in der Beziehung. Meine Freunde, die haben uns auch schon dermaßen gefetzt, eben an die Türen geknallt. Das macht aber auch eine gute Beziehung aus, eben. Das macht eine sehr gute Beziehung aus. Warum soll ich alles in mich hineinfressen oder sie alles in sich hineinfressen? Eben. Wenn man mal Dampf ablässt und mal laut wird und da fliegt da mal ein, zwei Teller, das komplette Besteckset, das ist normal. Ja. Ach so, deswegen habt ihr Neues gekauft. Ja, auch. Ja. Nein. Und das Beste danach ist immer noch der Versöhnungssex. Ja. Da kann jeder erzählen, was er will. Das ist halt, das ist das, was ein Streit, ehrlich da gesagt, so richtig ausmacht. Da wären wir wieder beim Thema Filme. Jungfrau Männchen 40 sucht. Steve Carey, geiler Schauspieler. Jim Carrey, auch sehr geil. Es gibt Filme, was ich auch gerne gucke. Ich weiß, dass in meinem hohen Alter würden jetzt einige sagen, ich liebe Disney. Oh ich liebe Disney im Wegwerk. Oder die Pixar-Filme. Ja, die neuen nicht so. Ganz ehrlich, der letzte Pixar, den ich richtig gefeiert habe, Nemo. Oh, Wall-E. Ja, Wall-E. Wall-E war auch geil.
Ja, aber ich werde hier ja immer mit Baymax verglichen, ihr Affen. Ey, okay. Der Film war geil. Emotional. Wally? War das Ende von dem Film. Nee, Baymax. Achso, Baymax. Okay. Das war so. Obwohl, ich habe jetzt einen Trailer gesehen von diesen Haustieren. Von dem Film, der jetzt rauskommt. Da fand ich die Szene, wo der Pudel sitzt, klassische Musik läuft, das Härchen geht, Härchen aus der Tür. Jetzt singen wir erstmal Heavy Metal auf mal Headbanging. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich Disney-Filme, Hammer, also die ganzen Pixar-Klamotten oder hast du nicht gesehen, etc. pp. Ist der Hammer, aber ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe bei Wall-E zum Ende hin, habe ich geweint. Genau wie bei Oben, den Film Oben von Pixar. Oben ist so geil. So, und der Mann, die ganze Geschichte, das genau, Haus dorthin zu bringen. Und dann die ganze Geschichte, wir machen das und, oh, und dann werden sie älter und dann verliert er sie und dann muss er hier ausziehen und oh Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, da kam ich ein bisschen Pipi in den Augen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es gibt Filme, das ist einfach, wenn man auch richtig zuhört und zuguckt, berühren sie einen die Seele. Ja. Und das ist auch, also, Sinne der Filmemacher ist das ja auch so gedacht. Und wenn du sagst, ich gucke lieber einen Film mit Herz und Geschichte, wie irgendwie so eine blöde Verarsche, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange, der Diktator Borat. Ja. Oh, tut mir leid, Leute, wenn ich das sage. Den Schrott, da hätten sie von dem Geld was Besseres machen können. Ja, das stimmt. Wenn das ich euch Filme. Jetzt sage, was der letzte Film ist, wo ich geheult habe, werdet ihr lachen, weil ihr sagt, das ist kein richtiger Film. Das war die Ruhmesalen-Einführung von einem der größten Wrestler, die es je gegeben hat. Und das war so emotional und ich, oh, ja, scheiße. So Ruhmesalen-Einführungen habe ich bis jetzt bei jeder geheult von so einem großen, das von der Legende. Okay. Es gibt so viele emotionale Sachen. Und da wir ja auch beim Thema Emotionen sind, Männer, Jungs, die ihr das jetzt guckt, Emotionen zuzulassen, ist nichts Verkehrtes. Ist okay. Und wenn eure Kumpels aus dem Ghetto oder Freunde am Schulhof sagen, der hat geheult, das ist die größte Pussy, drauf schissen. Die nicht heulen, sind die größten Pussys. Ja. Aber es ist menschlich. Ja. Und das unterscheidet uns von den Tieren. Oh, ist gut geparkt. Hey, schaut mal, wollt ihr Motel parken? Hey, schaut mal, ich brauche meine Drogen so dringend, ich bin gleich mit dem Auto in die Apotheke. Ja, parkt direkt in der Apotheke, jawohl. Nee, aber es ist einfach so, es sind viele auch, sag mal, wir haben es zum Beispiel bei mir, wenn wir jetzt mal zum Thema Schule kommen würden, damals bei uns in der Schule war es so gewesen, genau wie mit Thema Rauchen, jeder hat eine Raucherecke in der Schule gehabt, das glaubt, da spreche ich nicht nur von mir, sondern wahrscheinlich von jedem, damals, wie es anfing, wie war das nochmal, Papa kommt, Mama kommt, ja, ne? Und man wollte einfach dazugehören, das ist einfach so und, klar, man hat auf den Deckel gekriegt, man hat Scheiße gebaut. Und irgendwie, weiß nicht, man wollte immer das Neueste haben vom Neuesten und alles. Das war auch damals mit den Handys so, wie es damals anfing. Ich denke mal, das war nicht nur bei mir, das war wahrscheinlich auch bei euch so, oder? Also der Erste bei uns, der ein iPhone hatte, hat uns dann in der Mensa immer mit Doodle-Jump zugeschissen. Ja. Doodle-Jump. Oh, könnt ihr euch noch an Jamba... Jamba, die Terrororganisation erinnern. Oh Gott, geh mir das auf den Nerven, in eine Werbung, alter Schwede. Dieser scheißblaue Frosch. Ruf jetzt an und du kriegst den Frosch. Bang, 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 bang. Also ganz ehrlich, mein erster Handy-Klingelton, den ich vom Kumpel bekommen habe, das war Rock Me Amadeus. Okay. Ja, aber das nervt. Okay, was war das für ein Handy? Das war da Polyphon. Ein Thema, wo man dazugehören. Nein. Ja. Es war dieses Klapp-Motorola mit den flachen Tasten. Ja, das hatte ich auch. Und der kleinen Stummelantenne. Ja. Ich sag jetzt gar nichts. Ja, Nokia, oder? Nein. Der unzerstörbare. Kannst du dich noch an diese Riesentelefone erinnern?
Oh, Nokia 53. Nee, das war aber... Nein, diese ganz großen. Oh Gott. René, das war nicht mein erstes Handy. Mein erstes Handy war so ein kleines Motorola, das nur dazu da war, dass meine Eltern mich... Da, wo das erste Snake drauf war von Nokia. Das war mein erstes Telefon. Oh, Entschuldigung. Au. Und oh, da, ja, Snake. Das nutzloseste Handy, das ich je hatte, war ein BenQ 7. Wo der Speicherplatz schon mit 3 Bildern und 2 Klingeltönen überlastet war, dass ich nie gebraucht habe, weil mich keiner angerufen hat. Die Akkus haben Tage gehalten. Ja, und guck mal heute. Vor allem, weil ich es nie benutzt habe, weil mich keiner angerufen hat. Ja. Weil man es nur hatte, weil man cool war. Ja. Ja, wenn man keins hatte, wurde man gemobbt. Ja, das war ich nicht. Das war damals, also ich spreche doch aus eigener Erfahrung, nicht toll. Aber mal ganz, wenn wir nochmal auf Schule zurückkommen, ne, wenn wir schon mal am Thema Schule sind, was war denn so euer Fach, wo ihr sagt, boah, Alter, nee, auf gar keinen Fall, das war so schrecklich, das ging gar nicht. Und Englisch. Sagen wir es mal so, Fächer, die überhaupt nicht gingen, gab es bei mir nicht. Ich habe jedes Fach irgendwann mal gehasst, weil der Lehrer so schrecklich war. Okay. Bei mir... Da könnte ich dir. Die Geschichten erzähle ich von anderen. In einem anderen. Beim anderen Boxenstopp, genau. Ja. Aber. Wie ich ja schon in einer vorigen Folge erzählt habe, ich habe ja in Spanien gelebt. Und. Einer von euch, ne? Ja. Das müsstest du machen, René, jetzt. Okay, Sekunde. Was? Achso, okay. Wartet. Geht sofort weiter. Okay, dann erzähle ich währenddessen nochmal. Also mein also Hassfach schlechthin war damals wirklich Mathe. Ich wenn viele werden sagen, ja, natürlich. Ja, Mathe, ja. Und aber da hatte ich, in Mathe hatte ich ein Jahr einen Lehrer, der hat mir so einen Skeeter Hero gezockt. Okay. Der war wirklich okay. Geil drauf. Ich kann keine Konfi machen. Ja, ich ruf an. Ich ruf an. Also bei mir war das halt durch Englisch-Französisch, war ein und dieselbe Lehrerin. Ja. Und das war so eine, heute nennt man das ein Feminazi. Diese starke Feministin. Ja. Durchsichtige Bluse, kein BH und Hängetitten bis runter zu den Kniekehlen. Brauche ich noch irgendwie etwas erwähnen? Und in Englisch, egal wann, sollten wir Lieder analysieren. Und das einzige Lied, was wir jeden Tag in der Schule gemacht haben, das war der Song von Titanic. Oh Gott. And I will always love you. Ey, Ruhe. Du hast einen Anruf, bitte annehmen. Nee, aber das war schon, das ja gut, Mathe. Deutscher sehr öde oft. Ja, aber Religion fand ich cool. Mein absolutes Liebling. Ich fand immer bei Religion war das Geilste bei uns, muss ich mal kurz erzählen, bei Religion war bei uns auch gleichzeitig Sexualkunde. Und ich finde natürlich, Sexualkunde, wow, was ist das denn? Sexualkunde erklärt hat, natürlich Religionslehrer, der größte Fachmann im Kollegium. Ja, gut, natürlich. Muss ich dazu sagen, unser Religionslehrer schickt immer Urlaubsbilder aus Thailand. Zwinker, zwinker. Nee, aber der größte, also ich muss dazu sagen, der größte Fachmann im Kollegium ist natürlich der Religionslehrer, was Sexualkunde angeht, nicht der Biologielehrer. Aber war ja auch egal. Ich hab schon bekommen, dass mein Religionslehrer einen Herzinfarkt bekommt. Okay. Unserer hatte auch schon einen, ja. Ne, ich hab den ja provoziert. Okay, so geil. Ich eine Runde, dann bin ich fort. Der hat nämlich hier uns, das war Thema Tod, das weiß ich noch heute, ich kann mich dran erinnern. Und zwar hat er so erzählt, ja, Leute haben berichtet, sie haben ein Lichtwesen gesehen, was ihnen eine Frage beantwortet hat. Mhm.
Und die Lottozahlen vom nächsten, vom nächsten Mittwoch. Und ich habe dann zu ihm gesagt, was ist, wenn Sie den Wesen fragen, wer ist Gott? Und wenn dieses Wesen Ihnen dann antwortet, die Menschheit lebt seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden die falsche Religion aus. Der ist kreidebleich geworden. Der ist kreidebleich geworden und ist umgekippt. Ich dachte, jetzt kommt so was, wo, wer ist Gott? Geht dich doch einen Scheißdreck an. Kann man das essen? Das war so. Mayonnaise. Ich habe in der Schule sehr viel Scheiße angestellt. Okay, und jetzt sind wir bei dem Thema, das ich anschneiden wollte. Was habt ihr in der Schule für einen Scheiß gebaut? Oh Gott, das willst du gar nicht wissen. Das Chemieraum in die Luft gejagt? Sollen wir das? Oh Gott. Das hat unser Chemielehrer schon besorgt. Sollen wir das wirklich hier thematisieren in der Folge schon? Ich habe meiner Klassenlehrerin zum Geburtstag eine Sahnetorte ins Gesicht geschmissen. Ich habe in der Schulkantine gab es eine Kaffeekanne für die Lehrer, habe ich Apfelmittel rein. Soll ich weitermachen? Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben Mikrowellen-Popcorn im Projektor gemacht. Wir haben uns sehr viel gekocht, muss ich dazu sagen, in der Schule. Also alten Fisch hinter der Tafel fand ich sehr cool. Wir hatten einen Toaster und sowas hatten wir. Oder was ich persönlich sehr schick fand, waren, ich glaube, 20 bis 111 Zwecken mit Tesafilm auf dem Stuhl umgedreht. Wo der Lehrer sich reingesetzt hat. Wir hatten einen Lehrer, der war auf einem Auge blind. Das heißt, in der Hälfte des Klassenzimmers konntest du Scheiße bauen. Wer hat die Papierkugel geworfen? Du siehst nichts, war links. Die ist aus dem Nix gekommen, plopp. Oh Gott. Ich werde Scheiße in der Schule angestellt, viel. Oh ja, zu viel. Kochen werde ich nie vergessen. Kochen und dann schön im Ofen von der Frau Lehrerin eine Ente. Schön mal auf von 20 Minuten mal eben auf 100 Minuten gestellt. So, und so macht man eine Ente. Noch einmal, was ich nicht mehr. Flex stehen bleiben kurz. Okay. Da beneide ich euch in Deutschland drum. Ihr habt Kochen in der Schule gehabt. Bei uns war es auch nur ein Wahlfach, das nur ein paar gemacht haben. Also bei uns Hauswirtschaft ein Jahr. Hauswirtschaft ein Jahr. Bei uns, weißt du, bei uns gab es was gab es für Fächer in der Schule? Halt Spanisch, Deutsch. Also ich habe als Sprachfach Deutsch gewählt gehabt. Das wird in Spanien offiziell als Fremdsprache anerkannt. Okay. Ich habe Mathe gehabt, Bio, Chemie und Informatik. Mhm. Das war's. Whee! Mehr gab's nicht. Sport? Es gab keinen Kunstunterricht, es gab keinen Religionsunterricht. Boah, ich werde nie vergessen, wie meine Kunstlehrerin zu mir gesagt hat, und hier ist unser kleiner Nazi. Also, da war ich krank gewesen, da komme ich wieder, meine Kollegen, ey, die hat dich Nazi genannt. Wie? Ja, du hast hier ein Bild gemalt, war S, ne, habe ich dann nochmal ein S gemalt, ne, für meinen Buchstaben halt einfach nur so aus doof, ne. Und dann meint sie so zu mir, ja, hier, du kleiner Nazi, ist dein Bild. Was? Das war aber gar nicht mit Absicht. Stell dir vor, du bist, das war, also Religion hatte ich bis zur 6. Klasse, danach nicht mehr. Ja. Aber stell dir vor, du bist der einzige Deutsche. Danke. Wow. Ich hab dich nicht berührt. Ich war der einzige Deutsche in der gesamten Schule. Immer wenn ich ins Klassenzimmer gekommen bin, sind alle aufgestanden und haben einen Hitlergruß gemacht. Jawohl! Das war schon irgendwie so. Das war schon sehr merkwürdig, glaube ich. Ja, war es. Wenn da 48 Schüler auf einmal aufstehen, sich stramm hinstellen. Ja, das ist nicht der Schule. Ja, aber auf der anderen Seite wurde ich halt regelmäßig am Schulhof verprügelt. Oh ja. Und ich kann zum Tier werden. Och ja, das Ego. Und die Sonne hat dich geblendet. Das kenne ich was von. Das letzte Mal habe ich eine Schlägerei gewonnen, da war ich in der 5. Klasse gegen ein Mädchen. Aber die war viel größer wie ich. Und hat einen dicken Bauch gehabt.
Ja. Ja, ist so. Ich habe noch nie eine Schlägerei in der Schule gewonnen, weil ich war immer allein und es waren 4 bis 5 gegen mich. Boah, ich fand das aber so fies, wie damals ein Mitschüler von mir, mein Schulturnister, mit all seinen Klamotten, Mathebücher, Deutschbücher, etc., PP, Bücher zum Schreiben oder Blöcke, zack, in so ein Wasser reingeworfen hat. Weißt du, was bei mir das Schlimmste war? Oh Gott, hab ich gedacht. Bei mir in der Schule gegenüber war Friedhof. Auch schön. Mit Krematorium. Auch schön. Wartet mal kurz, nur einen Moment. Ja, wir sind eh gleich da, ihr seid eh gleich. Ja. Aua. Komm, fahren zum Strand. Jo. Da geht eh die Sonne jetzt gerade auf. Das ist so ein schönes Bild. Ich habe uns noch rückwärts dahin. Wow! Entschuldigung. Schön rückwärts hier zur Sonne hinstellen und fertig. Boah, das sieht mehr so quer zur Sonne, sieht noch geiler aus. Ich bleib so stehen. Stellt euch hier neben mich. Nee, da machen wir ein schönes Bildchen noch. Jetzt habe ich einen Kreis gemacht, obwohl ich nur einen Kreis machen wollte. Komm, bald euch, bevor die Sonne komplett aufgegangen ist. Stellst du dich links neben mir? Andere Seite! Ich will neben René stehen. Ich will neben René stehen. Ich verstehe es nicht. Schön ins Bett. Sehr schön. Wird's denn geben? Jawohl. Oh, das Schiff. Ja, und ich würde sagen, damit hätten wir eigentlich auch die Folge. Hallo? Moment. Soweit abgedeckt. Soweit abgedeckt mit Boxenstopp und ich würde sagen, hallo. Mit Galileo Mystery. Galileo Mystery. Ayman Abdallah. Hallo. Ermittelt. Ermittelt schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Boxenstopp wieder und Mich seht ihr das gut. Nächste Mal bei Aktenzeichen XY, wenn sie nach dem vergewaltige Frage. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.